willkommen jetzt wieder zu dem Dienstagabend Impuls Begegne dem Heiligen Geist mit Abendmahl. Vor 4 Wochen haben wir am 23. August unsere Fasten- und Gebetszeit, dieses 40-tägige Fasten, beendet. Ja. Und jetzt starten wir wieder neu ab heute. Ja, sehr cool. Jeden Dienstagabend um 18 Uhr mit dir gemeinsam weiter in diese Dinge des Heiligen Geistes hineinzugehen, weiter zu erfahren, wie genial er ist, wie kreativ, Amen. Wie wundertunend, wie herrlich, wie wunderbar er ist. Und gemeinsam mit dir Abendmahl zu feiern. In diesem Sinn, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir hatten nach dem Fastenaktion dann eine super coole Konferenz in Rendsburg. Feuerkonferenz für den Norden haben wir das genannt. Es war wirklich, wirklich richtig stark. Hat Spaß gemacht. Kraftvoll. Es war kraftvoll. Der Heilige Geist hat viele, viele Menschen berührt. Feuer ist gefallen, so würden wir das sagen. Und das Schöne ist, wir haben in Kürze in Gera in Thüringen eine ähnliche Konferenz für den Osten Deutschlands geplant. Da sind noch Plätze frei, also wenn du noch Interesse hast und dabei sein willst, das ist wirklich kraftvoll. Also wir haben auch vom Heiligen Geist einen sehr, sehr speziellen Impuls bekommen, wo wir aktuell das weitergeben bei solchen Veranstaltungen. Und wir glauben, dass da echt im Geist etwas freigesetzt ist. Genau, und nicht nur das, wir wollen auch dann einen Schofa-Einsatz haben. Das stimmt. Und dazu laden wir dich jetzt auch schon ein, daran wieder teilzunehmen. Ja. Ein Schofa-Einsatz für Thüringen. Das ist uns auch auf dem Herzen. Jawohl, und zwar wird das an dem Sonntag sein. Die Veranstaltung ist an 2 Tagen, am 12. und 13. Oktober in Gera. Die Infos findest du unten im Beschreibungstext, da ist das verlinkt. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn du dabei bist. Ja. Wir glauben, dass es richtig, richtig stark und kraftvoll ist. Okay, dann werden wir kurz darauf, am Wochenende darauf in Düren sein, zu 2 Veranstaltungen am 19. Oktober abends und dann am Sonntag, den 20. Oktober um 10 Uhr. Auch dort wird es im Anschluss einen Schofa-Einsatz geben, nämlich für Nordrhein-Westfalen. Richtig. Und auch da bist du natürlich herzlich eingeladen. Und schon mal eine Vorankündigung, wir werden im November, 9. und 10. November, werden wir auch in Österreich sein. Wir sind wieder in Buchkirchen, da waren wir im vergangenen Jahr schon mal. Und auch dort erwarten wir eine sehr geniale Zeit mit dem Herrn. Genau, und hieran siehst du schon, der Heilige Geist bewegt sich weiter in unserem Land. Wir hatten ja diesen genialen Schofa-Einsatz in Rendsburg. Der war stark, an dem Sonntag, und der war wirklich kraftvoll. Und jetzt wollen wir weitergehen und diese Botschaft auch weitertragen in die Bundesländer. Und wir schauen, wie wir Termine finden können, Locations finden können. Und wir freuen uns, wenn du uns da begleitest. Okay, aber jetzt natürlich, wie wir das gewohnt sind von unseren 40 Tagen und den Aktionen davor, wollen wir natürlich einen coolen Impuls haben. Und ich habe etwas wirklich Interessantes gefunden. Und ich habe auch gebetet, dass ich einfach weiß, was ist heute jetzt für den Start, wenn wir in diese Dienstagstreffen hineingehen, was ist heute dran? Und der Herr hat mir einen Text, ich würde fast sagen, zugespielt aus dem Jahr 1987. Wow, da gab es noch nicht mal die Wiedervereinigung, ne? Von David Minor vom 6. April 1987. Bevor ich dir dieses prophetische Wort weitergebe, möchte ich eine Bibelstelle betrachten, Johannes 3, Vers 8. Das ist eine Bibelstelle, die du kennst. Da heißt es, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Okay, so sind unsere Übersetzungen und das mag auch soweit in Ordnung sein. Aber wenn man sich das mal etwas genauer anschaut, dann haben wir hier zunächst einmal also 3 Dinge, die auffallen. Wenn es heißt, der Wind, das Wort, was da steht, ist Pneuma. Und Pneuma ist Geist. Oder Atem oder Wind, das ist austauschbar. Man könnte also genauso gut sagen, der Geist weht, wo er will. Oder der Atem weht, wo er will.
Also da ist nicht ein Wort verwendet worden, was nur für Wind steht. Also in unserer Übersetzung ist das schon ein bisschen beschränkt. Ne? Der Wind oder Geist weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Das ist wirklich schlecht übersetzt. Sausen ist, also da hat man ja völlig falsche Assoziationen. Eigentlich steht da, du hörst seine Stimme. Du hörst seine Stimme, ja. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist dann jeder, der aus dem Geist, Pneumatos steht hier, geboren ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man da sagen kann. Du kannst genauso sagen, der Geist weht, wo er will, du hörst seine Stimme, du weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist dann jeder, der aus dem Wind geboren ist. Das wäre genauso eine legitime Übersetzung. Also hier steckt viel mehr drin, als wir so auf den ersten Blick sehen. Na? Der Wind, der Geist Gottes, der Atem Gottes weht, wo er will. Du hörst seine Stimme. Du weißt aber nicht, woher er kommt, wohin er geht. Und so ist jeder, der aus dem Geist, aus diesem Atem, aus diesem Wind heraus geboren ist. Okay, jetzt das Wort von David Mino aus dem Jahr 1987. Er hat es überschrieben mit: Der Geist Gottes möchte euch sagen, dass der Wind des Heiligen Geistes über das Land weht. Jetzt kommt das Reden des Herrn. Meine Gemeinde jedoch nimmt diesen Wind nicht richtig wahr. Genauso wie ihr in eurem Land in der Regel großen Stürmen Namen gebt, habe auch ich diesem Wind meinen Namen gegeben. Der Name dieses Windes lautet: dem Herrn geheiligt. Weil sie nicht verstehen, was geschieht, versuchen einige in meinem Volk, Zuflucht vor diesem Wind zu suchen. Wenn sie das tun, werden sie an meinem Werk nicht teilhaben können. Denn dieser Wind wurde gesandt, um durch jegliche Institutionen zu wehen, die in meinem Namen erbaut wurden. Wer in einer dieser Institutionen und Werke tätig ist, die meinen Namen durch ihren eigenen ersetzt hat, wird durch die Macht meines Windes niedergeschmettert werden. Diese Institutionen und Werke werden hinweggefegt werden, wie ein Kartenhaus im Sturm. Dienste, die nicht in Aufrichtigkeit vor mir gearbeitet haben, werden zerbrochen werden oder fallen. Dies ist mein Wind. Doch die Menschen werden versucht sein, ihn als ein Werk Satans zu bezeichnen. Aber lasst euch nicht irreleiten. Dies ist mein Wind. Ich kann und werde meine Gemeinde in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht tolerieren. Dienste und Organisationen werden erschüttert werden und angesichts des Windes zugrunde gehen. Auch wenn sich einige vor diesem Wind verstecken wollen, werden sie doch nicht entkommen. Der Wind wird eurem Leben entgegenstehen und alles um euch her wird zerbröckeln. Aber vergesst nie, dass es mein Wind ist, spricht der Herr. Und dann schreibt hier der David Mino weiter: Mit der Gewalt eines Wirbelsturms wird er kommen und anschließend nur Verwüstung hinterlassen. Aber das Wort des Herrn sagt: Wendet euch dem Wind zu und lasst ihn euch ins Gesicht wehen. Denn nur was nicht von mir ist, wird verwüstet werden. Versteht doch, dass dies notwendig ist. Was für ein massives und eigentlich erschreckendes Wort. Er sagt, es kommt ein Wind der Zerstörung, ein Wind, der Dinge erschüttern wird. Und das ist ein Wind von Gott und er heißt hier dem Herrn geheiligt. Es ist ein Wind, wo es um Heiligung, um Reinigung, um Läuterung geht. Und das ist etwas, was zwingend notwendig ist. Und der Herr wird Dinge, die nicht wirklich ihm zur Ehre gebaut sind, wird er wegnehmen, wird er zerstören. Und das ist genau das, was viele prophetische Stimmen gesagt haben. Ja, exakt das haben gesagt: Es kommt Erschütterung und alles, was nicht wirklich auf dem Felsen steht, wird erschüttert werden. Das ist absolut deckungsgleich mit dem, was jetzt aktuell prophetische Stimmen sagen. Und dieses
Wort ist über 37 Jahre alt. Ja? Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Dann heißt es, Reden des Herrn, ein zweiter Sturm. Seid nicht bestürzt, wenn nach all dem mein Wind noch einmal wehen wird. Habt ihr nicht gelesen, wie mein Atem über das Tal der vertrockneten Knochen wehte? Genauso wird er auch über euch hinweg wehen. Dieser Wind wird genauso mächtig sein wie der erste. Und auch er wird einen Namen tragen. Das Reich Gottes. Wow, das Reich Gottes. Er wird meine Herrschaft, meine Ordnung, meine Kraft mit sich bringen. Der Wind wird das Übernatürliche mit sich bringen. Die Welt wird euch auslachen angesichts der Verwüstungen des ersten Windes. Aber das Lachen wird ihnen vergehen, denn dieser Wind wird mit Macht und Kraft Wunderdinge unter meinem Volk vollbringen und die Furcht Gottes wird über die Nation kommen. In diesen Zeiten meiner Machterweisung wird mein Volk bereit sein, spricht der Herr. Und dann zum Schluss heißt es noch, denn mit meinem ersten Sturm, in dem ihr jetzt steht, werde ich Stolz, Lust, Habsucht, Konkurrenzdenken und Eifersucht hinwegfegen und ihr werdet euch am Boden zerstört fühlen. Aber habt ihr denn nicht gelesen, glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel? Also wird durch meinen Geist mein Reich errichtet und offenbar werden. Aber ihr sollt auch wissen, dass manche versuchen werden, sich dem gegenwärtigen Wind zu entziehen. Von dem zweiten jedoch möchten sie mitgenommen werden. Diese jedoch werden auch von dem zweiten Sturm hinweggeweht werden. Nur wer sein Gesicht dem jetzigen Wind zugewandt hat, dem wird erlaubt werden, sich vom zweiten Wind vorwärts treiben zu lassen. Ihr habt euch nach Erweckung gesehnt, nach übernatürlichen Zeichen und Wundern. Ihr und eure Generation werdet sie sehen. Aber all dies kommt, wann und wie ich will, spricht der Herr. In dem Zustand, in dem sich die Gemeinde dieser Nation zurzeit befindet, kann sie kein Gefäß meiner Macht sein. Wenn sie sich aber dem Wind der Heiligkeit Gottes zuwendet, wird sie gereinigt und verändert werden, damit sie meine Herrlichkeit widerspiegeln kann. Dies ist der Anfang des Gerichtes über dem Haus Gottes, aber noch nicht das Ende. Wenn der zweite Wind gekommen ist und meine Ernte eingebracht hat, dann wird das Ende kommen. Was für ein bemerkenswert starker Text. Zwei Winde, ein Wind der Heiligung und der Reinigung und der Erläuterung und der Erschütterung und teilweise Zerstörung. Und dann eben tatsächlich die Kraftwirkung Gottes, für die so viele beten. Das kann gar nicht anders sein, wenn man es sich überlegt. Der Herr wird das nicht vergeuden an irgendwelche Leute, die sich einen eigenen Namen machen und die seine Herrlichkeit und seine Kraftwirkung geben, sondern es muss etwas sein, wo er allein wirklich Ehre und Lob bekommt. Und genau das ist dieses wirklich, wirklich starke und bemerkenswerte Wort hier, was schon so alt ist. Es hat mich wirklich angesprochen. Es spricht ja auch dafür, dass es diese Reinigung und diese Heiligung und diese Hingabe der Braut geben muss, wenn er sie dann zu sich holt. Absolut. Und das ist immer wieder unsere Aufforderung als Leib Christi, dass wir in diese Reinigung, dass wir diese Reinigung haben wollen, dass wir diese Hingabe haben wollen, dass wir diese Ausrichtung zum Herrn haben wollen. Denn er hat einen Preis bezahlt, schon bezahlt für die Braut, bezahlt für dich und für mich. Das ist das, was wir immer wieder im... Eine Sekunde noch, nochmal ein Wort dazu. Hier möchte ich noch ergänzen, du kannst keine Abkürzung nehmen. Du musst diesen Wind, wie soll ich mal sagen, erdulden. Du musst dich dem aussetzen. Du musst dich dem Heiligen Geist aussetzen und seinem Reinigungsprozess. Es geht nicht ohne das. Und er hat ja hier ein sehr warnendes Wort gesagt, wenn er sagt, das ist so, ich sag mal, die Dinge erschüttern, dass manche sogar denken, das wäre vom Feind. Aber es ist vom Herrn.
Und dieses Feuer des Herrn, dieser Reinigungsprozess ist zwingend notwendig, damit wir tatsächlich Gefäße dessen sein können, von dem, was der Herr für uns hat. Es ist ein sehr ernstes Wort, aber auch ein sehr, sehr hoffnungsvolles Wort. Und deshalb dachte ich oder habe ich empfunden, dass es für diese Woche 1 hier von unserer weiteren Vorangehen mit Begegne dem Heiligen Geist wirklich das Wort, was der Herr für uns hat. Sorry. Richtig. Aber es ist genau unsere Richtung. Es ist einfach die gleiche Richtung, in die wir jetzt wieder uns aufmachen wollen. Es ist dieses beständige Werk in uns, was Jeshua hervorbringen möchte. Diese Reinigung und diese Hingabe an ihn und seine Absichten. Und es ist etwas, an das wir uns immer wieder im Abendmahl erinnern. Der Grund, auf dem wir auch stehen im Abendmahl, wenn wir darüber nachdenken, das ist dieser Text aus Lukas 4, Vers 18, den kennst du. Aber das ist das, wo ich heute echt empfunden habe, genau das ist eigentlich dieser unerschütterliche Grund, auf dem wir stehen. Das sind die Worte, die Jeshua selbst gesagt hat, von sich selbst. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen sollen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist seine Beschreibung gewesen, weshalb er gekommen ist. Er bezog sich hier auf den Propheten Jesaja, der diese große Sicht auf den Messias schon damals hatte. Und Jesaja hat gesagt, er hat das ja noch erweitert, er hat gesagt, um den Trauernden von Zion Freude zu bringen, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, Feierkleider eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Das ist das, wozu du und ich gesetzt sind. Wir sollen diese Leute sein. Wir sollen, weil Christus in uns ist, genau dieses verkünden, die gute Botschaft verkünden, Freilassung den Gefangenen, Freudenöl ihnen anzubieten, statt eines betrübten Geistes, Freiheit auszurufen den Gebundenen. Das ist das, worauf wir uns im Abendmahl immer wieder fokussieren wollen. Das ist es, weshalb Jeshua gekommen ist. Und Jesaja bezeugt weiter im Kapitel 53, dass der Sohn leiden würde. Leiden für dich und leiden für mich. Wegen unserer Sünde und wegen unserer Schuld. Und er ging hin, um diesen Schuldschein für uns zu bezahlen. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt wegen unserer Vergehen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie die Schafe, wir wandten uns jeder auf unseren eigenen Weg. Aber Jahweh ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und machte seinen Mund nicht auf. Das ist das, was wir jetzt hier in unserem Abendmahl wieder ganz neu als unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, unseren Glauben in Anspruch nehmen wollen. Das ist das, Jeshua hat seinen Leib für uns gegeben.
Er hat den Schuldbrief, der gegen uns stand, bezahlt mit seinem Blut. Wir haben uns manchmal gewöhnt an diese biblischen Aussagen. Und wir wollen uns wieder neu darauf fokussieren, was er für uns getan hat. Er, der alle unsere Schuld getragen hat. Das ist das, was wir jetzt hier, wenn wir das Brot nehmen, was wir hier bedenken wollen. Das ist das Brot, dieses Zeichen für das, dass Jeschua hingegangen ist mit seinem Leib und sein Leib an das Kreuz getragen hat, für deine und für meine Schuld. Halleluja. Wir nehmen dieses Brot in großer Dankbarkeit auf, für das, was er getan hat. Danke ihm von Herzen, preise ihn von Herzen. Nimm das Brot der Vergebung, der Reinigung und der Heiligung und diesem, was er uns gegeben hat, nimm es in dich auf. Es wird dich segnen, es wird dir helfen. Es ist Kraft in diesem Brot, in diesem Leib. Nehmt und esst. Herr, wir danken dir dafür, dass du sagst, dass dein Wind, dein Geist, dein Atem wirklich aktiv werden wird in der Zeit, in der wir uns befinden. Es ist nicht der Feind, der hier die Weltgeschichte nach eigenem Gutdünken gestaltet, sondern dein Wind weht und die Absichten des Herrn, der Herrn und des Königs der Könige kommen hervor, auch in unserem Ländern hier in Mitteleuropa. Wir ehren und wir preisen dich dafür. Wir danken dir dafür, dass wir, wenn wir deine Kinder sind, von Neuem geboren sind, gerettet und erlöst sind, dass wir Leute sind, in denen dieser Geist Gottes, dieser Atem Gottes ist, eingebettet sind in ihn. Herr, was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Und wir wollen Leute sein, die wirklich vom Geist Gottes geführt und geleitet und getrieben werden, vorangetrieben werden. Herr, dafür preisen wir dich. Und das Abendmahl nehmen wir im Bewusstsein. Du hast alles für uns gegeben und wir geben alles für dich, damit dein Reich gebaut wird, damit deine Absichten hervorkommen. Wir wollen uns keinen eigenen Namen machen, wir wollen nicht selber groß rauskommen, sondern es geht alles um deine Ehre, die Ehre des Herrn der Herren und des Königs der Könige. Halleluja. Yes, Herr, wir wollen dir wirklich sagen, dass wir Abstand nehmen wollen von den Dingen, die Unreinheit an sich haben, die Unreinheit bedeuten. Wir wollen sagen, wir wollen uns reinigen lassen durch dein Blut. Wir wollen uns reinigen lassen, heiligen lassen, wiederherstellen lassen durch dein kostbares Blut. Wir wollen die sein, die Reinigung, Heiligung, Vergebung, Wiederherstellung suchen. Und sie uns zu eigen. Wir wollen der Stimme deines Heiligen Geistes zuhören, wenn sie uns mit Sünde, mit Verfehlungen, mit Ungerechtigkeiten, mit Eifersüchteleien, mit Betrügereien, mit Ärger und mit was auch immer aufmerksam macht. Wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dieser Wind, diese Stimme, die in uns hörbar ist, ja, dann wollen wir zu dir kommen und dann wollen wir Buße tun und dann wollen wir sagen, reinige uns von jeder Ungerechtigkeit. Und wir wollen deiner Zusage vertrauen, dass wir wissen, wenn wir unsere Sünde bekennen, so bist du treu und gerecht, dass du unsere Sünde vergibst und Halleluja. Uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja, yes. Herr, wir danken dir für dein Blut. Das Blut der Reinigung, das Blut der Heiligung, das Blut der Vergebung, der Rettung, der Wiederherstellung. Herr, was für ein Opfer war es, was du gebracht hast, damit wir Anspruch auf dieses Blut haben können, dass der Verkläger wegbleiben muss, weil dieses Blut ihn von uns trennt. Halleluja. Herr, wir preisen dich. Wir ehren dich. Wir lieben dich, Jeschua. Wir danken dir für das Opfer am Kreuz, für diesen Tausch am Kreuz. Wir danken dir für die Reinigung deines Blutes und wir nehmen es jetzt für uns in Anspruch. Yes. Nehmt und trinkt. Yes.
Herr, durch dein Blut hast du wirklich dein Leben für uns gegeben. Und die logische Reaktion von jemand, der dieses Leben Christi empfängt, ist, dass wir dir unser Leben geben. Das ist ein Austausch. Wir empfangen dein Leben und du bekommst unser Leben. Unser altes Leben mit all den, ja, all den Dingen, die eben dazugehören. Aber wir empfangen das Leben des Christus in uns. Herr, das ist so genial. Und da ist ein solch großes Geheimnis drin und wir alle haben so wenig davon verstanden. Was es heißt, dass wir eins sind mit dir, dass du sagst, wir sind eins mit dir. Du bist in uns und wir sind in dir. Und das geschieht im Innigsten, symbolisch im Abendmahl. Wir nehmen das in uns auf, in dem Brot und in dem Wein. Ein Zeichen, dass das eins wird. Halleluja. Und wir ehren und preisen dich dafür. Oh Herr, wir wollen Leute sein, die in diesem Leben Jeschuas wirklich vorangehen und die Menschen um uns herum in dieser sterbenden, elenden Welt wirklich diese geniale Botschaft der Errettung und der Erlösung in Jesus Christus weiterbringen. Halleluja. Ja, wir proklamieren, dass wir der Veränderung durch die Stimme deines Heiligen Geistes Raum machen, dass wir nicht so bleiben wollen, wie wir sind. Sondern dass wir diese Stimme hören, immer deutlicher. Ich proklamiere, dass ich selbst diese Stimme noch deutlicher höre. Ja. Dass ich noch schneller ihr folge. Dass ich noch tiefer in das Bewusstsein hineinkomme. Ich soll verändert werden in dein Ebenbild, Jeschua. Herr, wir preisen dich, dass du nicht aufhörst, mit diesem Wind in unser Leben hineinzublasen, hineinzuwehen, hineinzustürmen. Herr, wir danken dir für den Wind deines Heiligen Geistes. Wir danken dir für die Stimme, die wir hören. Es ist deine Stimme. Und mach uns zu Gefäßen, mach uns zu Leuten, mach unsere Herzen bereit. Und wir selbst machen das, dass wir unsere Herzen bereit machen, dass du hineinwehen kannst. Und dass alles Unwerte weggeblasen wird, ausgeräumt wird und wir veränderte Menschen sind, damit deine Ziele und Absichten mit unserem Leben zustande kommen. Yes. In Jesu Namen. Halleluja. Amen und Amen. Ja, Amen und Amen. Exakt. Ab jetzt, jeden Dienstag 18 Uhr, treffen wir uns hier zu diesem Impuls zum Thema Begegnen im Heiligen Geist und Abendmahl. Das haben wir jetzt im vierten Jahr als eine wirklich gute Praxis eingeübt und wir hoffen, dass es für dich zum großen Segen wird. Das prophetische Wort, was ich dir weitergegeben habe, vom David Mino aus dem Jahr 1987, ist im Beschreibungstext unten als PDF verlinkt, wenn du es dir nochmal anschauen möchtest. Wir empfinden, es ist ein wirklich, wirklich starkes Wort für unsere Zeit. Ansonsten freuen wir uns, dich in Gera oder in Düren oder in Österreich, in Buchkirchen in den nächsten Wochen zu treffen. Wirklich, wir haben echt etwas auf dem Herzen vom Herrn und wir glauben, dass das das richtige Wort zur jetzigen Stunde ist. Und ansonsten? Brauchst du gar nicht so lange zu warten, sondern wir laden dich auch ein jetzt für Freitagabend wieder, 19.30 Uhr zum Livestream mit Gottes Haus. Es gibt wieder Neues und etwas, was unseren Glauben einfach vertieft und wir auf der Kampfbahn unseres Glaubens weiterlaufen wollen. Bis dahin verabschieden wir uns und wir wünschen dir einen gesegneten Abend, wo der Wind des Heiligen Geistes in deinen Geist, in deine Seele und in deinen Körper hinein weht. Ja. Bis zum Freitag. Shalom. Shalom. Setz dich dem Wind des Heiligen Geistes aus.